In der EVN-Zentrale wurden die Preisträger des Videowettbewerbes mit dem Titel Junior Challenge Wasser gekürt. Ziel des Wettbewerbes war es, dass sich junge Menschen mit dem Lebensmittel Wasser filmisch auseinandersetzen und ein Bewusstsein für die wichtige Rolle von Wasser entwickeln. Ich freue mich einmal sehr, dass unser Wettbewerb heuer wieder stattgefunden hat und dass er spannend wie immer gewesen ist. Es ist nicht einfach, da die besten Videos herauszufiltern. Das Engagement ist groß und es bietet alles, was das Wasser hat, vom Lebensmittel über die Energienutzung bis zum Freizeitspaß, den man im Sommer mit Wasser hat. Junior Challenge Wasser, Preisverleihung der EVN. Die EVN Wasser macht das ja nicht zum ersten Mal. Nein, wir machen das schon mehrere Male und sind aber heuer ausschließlich auf Videos übergegangen. Und da sind sehr interessante Vorschläge gekommen. Und die Jury, das waren diesmal auch nicht Juroren ad personam, sondern die Fan- und Facebook-Community konnte hier abstimmen. Hier haben wir auch ein sehr breites Votum bekommen für die Preise und das freut uns auch sehr, dass das Interesse groß war. Ich finde das toll, dass quasi das, was Jugendliche entwickelt haben, auch von Jugendlichen bewertet werden und damit auch eine Reihung zustande gekommen ist. Hauptpreis ist natürlich nicht nur die gute Idee, sondern auch einen Tag mit den Schweigersisters, mit den sehr sympathischen Schweigersisters zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch Anregung für die Jugendlichen, hier etwas sich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Dritter Platz beim Wettbewerb Junior Challenge Wasser. Die Idee gleich gekommen? Ja, für die Idee habe ich ein bisschen länger gebraucht. Ich habe am Anfang schon mehrere Videos gedreht, habe mich aber dann wieder umentschieden zu einer besseren Idee und dann bin ich halt auf die gekommen am Schluss. Also es geht darum, dass Wasser generell Energie gibt, nicht so wie Energy Drinks oder so, weil halt dann wieder so viel Zucker enthalten und dass einfach Wasser das natürlichste Produkt ist und trotzdem Energiespender, würde ich einmal sagen. Was war denn deine Grundidee? Was war dein Video? Ja, also in meinem Video ist eigentlich vor allem darum gegangen, dass uns eigentlich nicht bewusst ist oft, wie kostbar Wasser eigentlich ist. Und dass es eigentlich Länder gibt, wo eben nicht Wasser so im Überfluss vorhanden ist wie bei uns. Und ich habe das dann in Form eben eines Trickfilmvideos umgesetzt. Den ersten Platz gemacht, überrascht darüber? Naja, ich habe gewusst, dass viele Leute für mich voten, weil ich meinen ganzen Freundschaftskreis organisiert habe, dass die und auf Facebook weitergeleitet habe und per E-Mail an alle meine Freunde und Bekannten. Und ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich gewinne, aber... Die Auseinandersetzung mit der lebenswichtigen Ressource Wasser ist ja gerade sehr, sehr wichtig in dem Alter und zeigt auch auf, wie kostbar eigentlich Wasser geworden ist. Ich glaube, den wenigsten ist klar, dass ohne Wasser im Leben gar nichts geht. Man hätte keine Lebensmittelproduktion, deswegen auch das Lebensmittel Nummer eins. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und der zweite Punkt ist auch, wir müssen mit dem Wasser sorgsam umgehen. Über 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bei uns ist das selbstverständlich. Bei uns kommt nicht nur das Trinkwasser aus der Wasserleitung, sondern auch unsere Badeseen haben Trinkwasserqualität, weil eben viele zusammenhelfen, von der Landwirtschaft bis zu den Gemeinden, um das gebrauchte Wasser auch wieder entsprechend zu reinigen. Und ich glaube, da müssen wir wieder beim Thema Wasserschutz sehr intensiv auch in der Zukunft arbeiten, damit das auch so bleibt.